Hallo und herzlich willkommen zur Folge 460 der Sims 4 100 Baby Challenge. Wir haben Mittwochmorgen und die Kinder machen sich gerade fertig, um zur Schule zu gehen. Und heute kann Cersei zum Kleinkind werden. Da kam eben die Nachricht irgendwo. Hier. Genau, vielleicht kann Molly ja mal aufstehen und das direkt machen. Wir könnten vielleicht erst Bornhilda herbeibeschwören. Warum geht uns nicht gut? Schmorende Hitze. Weil Thermostat wärmer gestellt wurde. Wir können es auch gerne auf kühler stellen, da habe ich kein Problem mit. Wobei ich ja echt nicht ein Fan von. Warum können wir das hier nicht? Weil wir uns zu unwohl fühlen. Ah, okay. Ich bin ja echt kein Fan von Klimaanlagen, ehrlich gesagt. Ich finde das meistens irgendwie so ein bisschen unhilfreich, weil ich immer so das Gefühl habe von, man gewöhnt sich nie an die warme Temperatur. Sobald man rausgeht, kriegt man so den Hitzeschlag und wenn man reinkommt, friert man, bis man sich daran wieder angepasst hat. Man ist irgendwie nie so an einem Zustand, wo es halt sich so normal anfühlt. Ich meine, klar, irgendwie manche Leute haben irgendwie eine Dachgeschosswohnung und da ist es irgendwie drin noch viel wärmer als draußen und so. Aber ich finde, dass so dieser Temperaturwechsel, da kriege ich irgendwie total Kreislaufschwierigkeiten zu. Und so manchmal, wenn man im Urlaub ist, irgendwo weiter im Süden, wo es halt richtig heiß ist, habe ich das Gefühl, so Geschäfte und Hotels und so kühlen häufig alles wirklich auf ziemlich kühle Temperaturen runter. Und dann ist immer so, man geht rein und es ist einem kalt, man geht raus und man halt läuft gegen so eine Wand von Hitze und dann wird einem auch irgendwie schwindelig und so. Finde ich irgendwie viel, viel anstrengender als einfach halt tagsüber Fenster zuzuhalten und vielleicht Rollläden runterzumachen. Und dann nachts mal frische Luft reinzulassen. Aber halt dann so ein bisschen sich an die Hitze akklimatisieren zu können, finde ich. Okay. Genug irgendwie darüber abgeschwiffen. Dann lass uns mal sehr, sehr älter werden lassen. Okay. Und Cersei ist wild. Okay. Wir haben ein schwarzhaariges Kind. Caroline ruft an. Hey Molly, ich frage mich, ob es sich lohnt, wenn du besser kennst. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Mach aber ruhig. Oh, sie sieht ihrer anderen Mama so ähnlich. Oh, die Frisur sieht auch so süß an ihr aus. Okay. Wie geht's dir denn, Schatzi? Dir geht's richtig gut. Wenn du ein wildes Kind bist, möchtest du dann mal ein bisschen herumrennen vielleicht? Herumlaufen. Okay. Dann könnten wir vielleicht was essen. Und dann wollte ich heute gerne Zaubertränke brauen und da so ein bisschen an unseren Skills arbeiten. Und hoffentlich werden wir hier bald zum Magier. Ach so, ich wollte ja hier ohnehin, wenn ich ja ohnehin hierhin möchte, so dieses Ding aus der Ferne machen, ne? Kann ich ja hier die beiden Sachen eigentlich auch schon mal anwählen. Das geht ja eigentlich dann auch. Okay, wir können ja auch, wenn uns das irgendwann nicht mehr gefällt, es gibt ja einen Zaubertrank, womit man die ganzen Punkte klärt, womit man es dann nochmal neu vergeben kann. Das heißt, wenn wir das irgendwann nicht mehr cool finden, können wir es ja dann auch anders machen. Okay, und wir haben Morgenübelkeit. Ja. Sollen wir dir vielleicht mal Musik anmachen und dann kannst du ein bisschen tanzen? Vielleicht mal Kinderkanal. Kannst du hier so ein bisschen zur Musik wippen? Aber wir sind ja auch nicht irgendwie so ganz clever, was hier die Sachen angeht. Da machen wir die Klimaanlage an, aber wir haben ein Feuer im Kamin. Das ist ja auch nicht unbedingt in sich hilfreich. Ach ja. Okay, dann kannst du danach hier mal Bornhilda herbeirufen. Das kannst du ja jetzt einfach, damit sie sich auch dann noch so ein bisschen um Haus und Hof hier kümmern kann. Und dann können wir erstmal hier rüberfahren. Wir können den Kinderkanal mögen von mir aus. Das ist eine gute Idee. Und können danach mal hierhin teleportieren. Und können dann hier die beiden noch reparieren. Warum gehen die denn ständig kaputt? Es hat doch gar nicht geregnet zwischendrin. Weil wir haben doch gestern schon alle repariert, die gestern kaputt waren. Ich werfe hier das mal weg. Okay. Ich finde das ja so cool, wie Molly hier lebt. Wirklich so, halt, sie kann ihren eigenen Strom generieren, sie kann ihr eigenes Essen anbauen, zumindest so ein Stück weit.
Und irgendwie so, ich hätte vor allem einfach gerne so mehr Skills dazu. Also ich möchte einfach so, ich meine, so ein bisschen Gartenarbeit kann ich, aber jetzt nicht irgendwie so mega, mega viel. Halt, ich bin im Moment eine Zucchini am Züchten, so. Also ich habe eine Zucchini-Pflanze und so ein bisschen Feldsalat und so, aber ich habe jetzt nicht wirklich so richtig, richtig Ahnung davon. Und ich habe halt so überhaupt keine Ahnung so von handwerklichen Sachen. Ich bin so am Überlegen, so einfach, um sich selbst da so ein bisschen kompetenter zu machen, mal so einen Kurs im Baumarkt zu machen. Wisst ihr, wie ich meine? Wo die einem mal beibringen, wie man, weiß ich nicht, ein Brett richtig durchsägt. Keine Ahnung, was man da. Aber es gibt ja manchmal so Kurse, so Handarbeits. Nicht Handarbeit, Hand. Nein, warte, was meine ich? Handwerkskurse, irgendwie so. Vielleicht ist sowas praktisch. Okay. Mal schauen. Okay. Ich mag ihr Outfit total. Ich finde das sehr süß. Sehr sommerlich. Okay. Ich meine, am allercoolsten wäre es ja, wenn ich gleichzeitig auch noch zaubern lernen könnte und könnte dann hier auch einfach mal gerade hier so rüberziehen und dann hier ein bisschen zaubern. Da wäre ich ja noch mehr dafür, ehrlich gesagt. Okay, können wir dann mal hierhin teleportieren? Ich lasse sie im Moment viel teleportieren. Halt einmal natürlich, weil es schnell geht. Aber auch, weil das ja auch nochmal ein Zauber ist, wodurch sie dann ein bisschen Zauberübung bekommt. Aber ich habe das Gefühl, wir sind echt schon. Ich meine, wir waren gestern Morgen irgendwo da. Also uns fehlt ungefähr so viel wie das, was wir gestern gemacht haben. Okay. Ich hoffe, das baut sich jetzt durchs Tränkebrauen auch auf. Finde ich, müsste es aber eigentlich. Was können wir denn hier kochen? Ach, krass. Möchtest du mal zubereiten? Warum können wir reger Verstand? Weil wir brauchen gepunkteten Erdfrosch. Okay. Zombie Karl. Ist das so eine Puppe? Vielleicht. Kannst du das mal hier machen? Was haben wir hier eigentlich? Wiederbeleben im Nu. Ein Sim, der diesen Zaubertrank trinkt, wird nach dem Ableben sofort wiederbelebt. Das klingt ja praktisch. Und hier reger Verstand, mit dem Sim schneller Fähigkeiten erwirbt. Das ist ja auch echt praktisch. Das sollten wir vielleicht auch mehr noch benutzen. Den können wir im Moment aber nicht brauen, weil uns noch Zutaten fehlen. Vielleicht sollten wir auch demnächst nochmal ins Magische Reich reisen, um dort noch mehr Zutaten zu kaufen. Ein paar bauen wir ja auch selber an. Und wir könnten aber auch, wenn wir halt dann gerade mal nicht schwanger sind, auch für Zutaten duellieren. Das könnten wir halt auch immer mal wieder machen. Und wir sollten vielleicht sowieso ins Magische Reich, weil wir dann nach Zaubertrankrezepten auch noch mehr fragen können. Das wäre ja auch voll gut. So cool. Okay, möchtest du jetzt noch ein bisschen. Kannst du eigentlich mit Bonhilda irgendwas machen? Kleines Kind. Ich glaube, nur die Charmeur-Kinder können das wirklich, was ich ein bisschen schade finde. Du möchtest mit Stapelblöcken spielen? Aber natürlich. Mach das mal. Was ist denn Stapelhilfe? Ist das, wenn Molly uns dabei hilft zu stapeln? Ich glaube schon. Okay. Hier dieser Löffel sieht jetzt unglaublich groß aus. Aber ich war, als ich meinen Bachelor gemacht habe, hatten wir so eine Feier. So eine Bachelor-Abschiedsfeier. Können wir mal alles abfüllen? Ist das gut geworden? Hoffen wir mal. Sieht auf jeden Fall schön aus. Und diese Abschlussfeier war in der Mensa. Und ich war mal in dem hinteren Teil der Mensa, wo man sonst gar nicht rein darf. Und es gibt Schneebesen in der Größe von diesem Löffel. Also das sind wirklich halt mehr Besen als Schnee. Also unglaublich, unglaublich groß. Okay. So, jetzt haben wir. Oh, wir haben 6 Stück davon. Ach krass, wir behalten mal eins im Inventar. Ich meine, jetzt im Moment, wo wir schwanger sind, gehen ja unsere Bedürfnisse auch schnell runter. Das heißt, wir könnten so eins nehmen. Wobei ich die nicht zu oft verwenden will, weil ich das halt auch so ein bisschen cheaty finde, wenn man das zu häufig macht. Behalten mal zwei in unserem Inventar. Sieht schon gut aus. Okay, aber wollen wir jetzt vielleicht mal ins Magische Reich reisen? Wo ist hier der Dingskramstein? Hier. Fahren wir mal dahin und gucken wir mal, was es da so gibt. Okay. So, wir sind hier. Okay. Simeon, mit dir wollte ich ja gerne jetzt ohnehin nochmal reden.
Kannst du uns noch irgendwie Krams beibringen? Das wäre voll toll. Warte. Können wir das mal bei Magie fragen? Ich glaube schon, ne? Bitten funktionale Magie, bitten Zaubertrankrezept beizubringen, bitten Zauber. Das möchte ich alles. Bitten ultimativen funktionalen Zauber beizubringen. Ich glaube, das ist das, was wir suchen, weil ich glaube, alle anderen können wir ja schon. Ich meine, auch Steffi hätte mir in den Kommentaren geschrieben, dass ich danach fragen soll, weil man den letzten Zauber nur so lernen kann. Ich glaube schon. Übergangsritual. Zauberbuch öffnen. Ja, guck, wir haben jetzt alle von der funktionalen Magie. Ach, krass. Beglücke einen anderen Sim mit dem Geschenk der Magie. Okay. So, jetzt als nächstes möchte ich gerne nach Zaubertrankrezept fragen und dann vielleicht noch nach Magieunterricht oder so. Finde ich, klingt alles richtig gut. Wir können ja die anderen magischen Waisen auch noch fragen. Also im Sinne von die weisen Menschen, nicht weise im Sinne von die haben keine Eltern mehr. Vorteilhafte Klärung. Ach cool. Dann können wir jetzt hier eigentlich Elfhaber auch nochmal schelmische Magie. Ja gut. Ich meine, wir müssen ja die Zauber nicht benutzen, wenn wir die nicht so cool finden. Also wir können ja auch einfach warte, ich möchte eigentlich einen Zaubertrank lernen. Das können wir aber hier gerade gar nicht, oder? Können wir denn bei morgen einen lernen? Ich finde, mit morgen müssen wir auch noch ein Kind haben. Was ist das hier? Ach krass, dann können wir andere Sims, können wir den Sims zornig machen auf andere Sims, okay. Vielleicht können wir ja sogar noch einen Zauber, können wir noch einen Zaubertrank lernen? Ich bin dafür, alle Zaubertränke zu lernen, da bin ich voll dafür, wartet mal. Vielleicht können wir auch nur von, aber bei ihm können wir es auch nicht mehr fragen. Vielleicht können wir nur die Tränke lernen, die wir jetzt hier haben. Ist das auch im Zauberbuch? Warte, wo ist das nochmal? Es ist nicht das hier, ne? Doch hier, Zauberbuch, okay. Alchemie, ah, okay, da kann man es sehen, wahrscheinlich, denke ich mal. Oder Alchemie müsste dieses Zusammenbrodeln sein. Übelkeit. Oh, das wäre wahrscheinlich super praktisch für uns mit unserer Morgenübelkeit. Emotionale Stabilität, den hätte ich gerne manchmal. erzwungene Freunde, auch spannend, überaus charmant, spannend. Exzellente Beleidigung, den hätte ich irgendwie auch gerne. Stell mal vor. Ich weiß gar nicht, wie das passiert. Ich meine, irgendwo müssen wir das der Person dann überkippen als exzellente Beleidigung. Ist das dann sowas wie irgendwie ein Stinktrank oder so? So klingt das irgendwie. Wir können mal hier gucken, ob wir noch mehr Begleiter und Folianten kaufen. Ich wollte doch irgendwie für Titania auch einen magischen Begleiter, der eine Fee ist, ne? Den wir dann nicht gefunden haben. Vielleicht können wir da auch mal schauen. Wir können hier auch noch ein bisschen nach Fröschen suchen, weil ich glaube, ein paar Rezepte erfordern Frösche. Hier, das ist ein magischer Begleiter für Fee, aber den können wir hier gerade nicht nehmen. Aber wir können einfach hiervon welche mitnehmen. Foliant, Ruf der Geister. Zischen der Blitz. Ich glaube, ein paar davon haben wir. Übelkeit, genau den wollten wir noch lernen. Das ist gut. Vielleicht haben wir dann ein paar doppelt, aber das macht ja nichts. Dann können wir hier noch Besen und Kristalle kaufen. Weil ich glaube, Kristalle sind auch manchmal erforderlich für Zaubertränke und dann nochmal Zaubertrankzutaten kaufen. Okay. Oder halt auch einfach so. Hier ist natürlich Theodor. Natürlich ist Theodor. Können wir Theodor verfluchen? Lasst uns Theodor verfluchen. Es hat nichts verbrochen, außer dass er uns ständig stalkt und einfach so halt in unserer Nähe ist, wenn mir das auf die Nerven geht. Das ist irgendwie so das große Verbrechen von Theodor. Was können wir denn mal machen als Zauber? Oh, warte. Ich glaube, eine der beiden brauchten wir für den Trank, den wir jetzt eben hatten. Vorteilhafte Klärung haben wir eben gelernt. Zornium ist ein wütender Kristall.
Okay. Jetzt möchte ich aber mal gucken, wie ich Theodor verfluchen kann. Also vielleicht nicht unbedingt verfluchen. Ich möchte nur irgendwie, dass er so ein bisschen... Wisst ihr so, der greift immer nach uns, dass er sich so mal die Finger verbrennt. Ach, an wen soll er denn zornig sein? Ach, krass, hier, das können wir machen. Okay. Nee, er muss ja nicht auf andere Leute zornig sein. Ich meine, das könnte ihn vielleicht ablenken, aber das wollen wir ja niemand anderem antun. Jetzt können wir gar nichts mit ihm machen. Okay, na gut. Können wir dann hier direkt mal die Tränke lernen? Ich bin jetzt total gespannt, irgendwie, was wir davon. Das ist aber ein Zauber. Und das hier ist ein Trank, ne? Kannst du das mal hier studieren? Das fände ich voll gut. Ich wünschte irgendwie, eins hier davon wäre noch ein Rabbit Hole. Halt sowas wie die Stadthalle in der Welt von meine Hochzeitsgeschichten, wo man heiraten kann. Ich weiß, irgendwie in Sims 3 war es ganz wie so, alles in Rabbit Holes, da kann ich gar nicht sehen, was da passiert und so. Aber jetzt verschwinden die Sims einfach ganz komplett, ohne dass da irgendwie ein Objekt zugebunden ist. Das ist ja noch schlechter, wisst ihr, wie ich meine? Halt irgendwie so. Es ist so weit gekommen, dass wir selbst mit Rabbit Holes mehr zufrieden wären. Das ist schon schlimm. Okay. Danach kannst du aber eigentlich auch wieder hier hinkommen. Okay. Und dann schauen wir mal. Trank der Klärung. Ein Zaubertrank, der es einem Magier erlaubt, andere Vorteile zu wählen. Genau, das war das, wo ich eben von sprach, wo ich gemeint habe, irgendwie so, ich glaube, wenn einem die nicht mehr gefallen, kann man die auch wieder anders machen. Meinen brauchen wir aber im Moment eigentlich nicht. Können wir ja mal schauen. Wir haben ein bisschen Hunger, ne? Ja, können wir irgendwie noch unsere Zaubersachen hier ein bisschen steigern? Können wir hier wirklich nicht irgendwie noch mehr Zaubertränke lernen? Ich meine, wir können noch mehr Zaubersprüche lernen, nehme ich an. Das könnten wir machen. Bitten, Zaubertrankrezept beizubringen. Das will ich doch. Ja, genau. Ich meine, nach der funktionalen Magie denke ich halt, die Zaubertränke sind so das nächst nützlichste für uns. Aber ich denke halt so nach und nach können wir gerne alles lernen. Das finde ich eigentlich auch voll okay. Halt. Wir haben ja Zeit. Wir spielen Molly ja noch eine Weile. Das können wir ja eigentlich tun. Ach ja. Schon spannend, ne? Wir haben jetzt hier dieses Magier-Hangout-Grundstück. Und jetzt kriegen wir ja noch eins für Werwölfe. Beziehungsweise ihr habt es vielleicht schon, wenn die Folge kommt, wenn ihr euch Werwölfe geholt habt. Aber ja. Was ich schade finde, ist, dass wir keinen magischen Begleiter für Feen gefunden haben. Wir haben Übelkeit gelernt. Haben wir das eben nicht ohnehin schon gelernt? Okay. Können wir jetzt vielleicht jetzt noch bitten, Zauberspruch zu lernen oder so? Oder Zauber, ich glaube, genau, es heißt Zauber und nicht Zauberspruch. Sorry. Wisst ihr, was richtig, richtig cool wäre als Zauber? Ich nehme an, in den Sims braucht man ihn nicht, weil es da keine Zecken gibt, aber seltsamisieren. Was macht man denn da? Lasse einen Sim auf alle anderen abstoßend wirken. Oh. Das ist aber schon so ein bisschen Grauzone, ne? Können wir noch einlernen? Ich würde so gern betören lernen. Halt, wir brauchen es nicht unbedingt, weil wir sind so schon betörend. Ich meine, seht uns an. Aber, können wir aber gerade nicht. Okay. Können wir denn noch andere Zauber lernen? Wo ist denn morgen? Und alle unsere Kinder sind Zweierschüler. Das ist ja schon mal gut. Hier ist morgen. Hallo. Ich meine, wir können nachher auch mal wieder nach Hause. Aber wir müssen uns erst vorstellen. Dann stell dich mal freundlich vor. Wie komisch, dass wir morgen noch gar nicht kennen. Ich habe das Gefühl, irgendwie so morgen ist von fast jedem der Sim Crush. Ich kenne so viele Leute, die gesagt haben, irgendwie so mein Sim Crush ist morgen. Ich meine nicht, dass ich da jetzt prinzipiell unbedingt anderer Meinung wäre, nur irgendwie so, das kristallisiert sich schon so als Allgemeinmeinung heraus, finde ich. Ach ja. Okay. Jedenfalls mein Punkt ist, deshalb sollten wir morgen kennenlernen mit Molly. Wisst ihr, wie ich meine? So. Ja, wohl unser nächstes Kind, also nachdem wir dieses geboren haben, das Kind danach hoffentlich ein Werwolfkind wird.
Wobei wir vielleicht mehrere Ansätze brauchen, weil im Moment werden unsere Kinder immer magisch, egal was wir tun. Ist die Frage, wenn wir ein nicht magisches Kind haben, würden wir das magisch machen, damit es nicht irgendwie zurücksteht hinter den anderen Geschwistern? Aber vielleicht möchte es ja auch gar nicht magisch sein. Wir sind Freunde geworden. Das ist ja nice. So. Oh, guck mal, wir sind fast so weit. Wir sind fast so weit. Okay. Okay. Können wir noch ein Zaubertrank-Rezept lernen? Voll gern. Und danach noch ein Zauber und dann sind wir fast so weit. Und dann haben wir, glaube ich, den Lebenswunsch erreicht. Oh mein Gott, yes. Für immer jung. Spannend. Okay, jetzt noch ein Zauberspruch. Bitte, bitte, bitte. Akina ruft uns an. Wieder das Baby-Ding. Akina, hör auf mit diesem Kind. Halt, mach oder mach nicht. Zu diesem Zeitpunkt ist es mir fast egal. Nur lass mich in Ruhe. Der heißt Guantana B. Guantana B mit Nachnamen. Ich dachte für einen Moment, er würde Wannabe als Nachname haben. Ups. Okay. Wir haben Duplikation gelernt. Das ist auch mega praktisch. Abgeschlossenes Bestreben. Yes. Ach stimmt, ich glaube, wir können jetzt hier noch zwei mehr Talentpunkte über längere Zeit bekommen. Ach, wie nice. Okay. Hier das mit der, dass man von weiter weg machen kann, das ist praktisch wirksame Tränke. Das könnte praktisch sein. Was ist das hier? Schneller lesen, das brauchen wir aber nicht unbedingt. Partikeljagen, Ladungskontrolle brauchen wir nicht unbedingt. Fluchsicher, okay. Magische Resonanz. Ha, was ist das hier? Meisterduellantin. Okay. Ich weiß nicht, bei den anderen bin ich mir, glaube ich, noch so ein bisschen unsicher, was wir davon überhaupt wollen. Ich nehme auf jeden Fall mal hier das, weil das praktisch ist. Und wirksame Tränke klingt auch gut. Nehmen wir mal die beiden. Dann haben wir noch zwei Punkte übrig und ich meine, wir können noch zwei bekommen. Da haben wir nämlich schon richtig viel. Und dann können wir jetzt mal nach Hause. Dann müssen wir aber auch mal einen neuen Lebenswunsch wählen dann zu Hause, ne? Zauberstab, Koryphäe. Okay. Es gibt irgendwie Koryphäe. Das ist so jemand, der so der absolute Experte oder die absolute Expertin im Gebiet ist. Und dann gibt es noch Koniferen, das sind Bäume, ne? Irgendwie darf man nicht vertauschen, die beiden. So, wir sind hier. Dann, bevor wir irgendwas anderes machen, lasst uns mal gerade hier nach dem Lebenswunsch schauen, weil das haben wir jetzt hier fertig, ne? Neues Bestreben lernen, wählen, genau. Also das haben wir jetzt schon gemacht. Wir könnten irgendwas Gartenbezogenes machen vielleicht. Wir könnten irgendwas Herstellungsbezogenes machen. Es gibt keinen Lebenswunsch, der mit Landhausleben in Bezug auf Henford kommt, oder? Wo man in Henford irgendwie Sachen machen kann. Das ist aber nicht, das ist eher so, dass man halt Tiere selber hat, ne? Das ist nicht irgendwie, man erkundet Zaubertrankproduzentin, das wäre bestimmt cool. Das könnten wir relativ schnell durchspielen. Nehmen wir doch einfach das, okay. Guck mal. Jetzt haben wir hier ganz viel im Belohnungsstore. Jetzt können wir uns da nämlich auch schon mal ein bisschen umschauen. Was könnten wir da machen? Selten müde. Das könnte so praktisch sein. Das oder Stahlblase. Sorglos ist auch praktisch, aber ich wähle jetzt einfach mal selten müde. Okay. Haben wir das hier schon gut durchgespielt. So. Dann kannst du eigentlich auch mal was. Du kannst erstmal hier Fluffy füttern. Können wir die Pflanze entwickeln? Nein, entwurzeln. Das machen wir mal nicht. Ich habe erst gelesen, entwickeln und dachte, oh, wird das zum Super Fluffy? Kriegt das einen Kopf mehr? Irgendwann wird es zum richtigen Fluffy mit drei Köpfen. Aber nein. Okay.
Ja, genau, ich möchte was essen, sobald der Kühlschrank reagiert. Kinder können auch mal was essen. Und dann könnt ihr vielleicht mal Hausaufgaben machen und danach könnten wir mal spielen. Brauchst gar nicht spielen. Essen, meine ich, du könntest vielleicht erst essen. Erst Hausaufgaben machen. Oh mein Gott. Nicht wirklich mit den Sachen so ein bisschen durcheinander. Okay. Und was macht hier Cersei? Hat auch Hunger. Kannst du dir was zu essen nehmen? Einfach aus dem Kühlschrank? Ich meine, die Interaktion gab's mal. Lass mich da gerade mal schauen. Essen. Kann sie. Nein, warte, sie geht dann zu. Schneewittchen, okay. Never mind. Dann, du isst hier Yorkshire Pudding. Ich glaube, wir haben noch irgendwas anderes im Kühlschrank. Vielleicht können wir das mal rausstellen dann für Cersei. Jedenfalls, was ich eben sagen wollte, aber ich glaube, ich habe mich selbst wieder unterbrochen. Und ich weiß, das mache ich ständig. Und ich sehe mir dann immer selbst zu, während ich das schneide und denke mir nur so, boah, ich habe mich jetzt innerhalb von einem Gedankengang dreimal unterbrochen und jede Menge andere Sachen gemacht. Wie kommt es eigentlich, dass mir noch irgendjemand zuhört bei irgendwas? Weil es so schon so mega nervig wird. Wieso? Ich stelle das jetzt hier mal raus. Und ihr könnt dann beide mal hier vornehmen. Jedenfalls, was ich eben sagen wollte. Es gibt ja im Spiel hier in Sims 4 keine Zecken. Deswegen bräuchten sie den Zauber wahrscheinlich nicht. Aber wenn es einen Zauber gäbe, nachdem man zeckenfrei wird. Also im Sinne von Zecken gehe ich an einen dran. Das wäre so praktisch. Ich war gestern im Wald spazieren. Und das war so ein komischer Weg, den ich vorher noch nie gegangen bin. Und der fing so als normaler Weg an. Und irgendwann war der so schmaler und schmaler und schmaler. Und irgendwann stand ich so im hohen Gras. Und jedenfalls, als ich dann nach Hause kam, habe ich irgendwie schon eine Zecke gefunden, die auf mir rumgekrabbelt ist. Die habe ich dann direkt irgendwie, ne? Und dann bin ich direkt unter die Dusche und dachte so, oh, vielleicht wasche ich schon vieles irgendwie ab. Nein, ich hatte zwei Zecken jetzt schon. Also ich hoffe, ich habe nicht irgendwo noch eine, die ich noch nicht gesehen habe oder so. Und es ist so furchtbar. Oh Mann, ich hasse es. Vor allem, ich habe keine Zeckenzange gehabt, deswegen bin ich nochmal zum DM, um eines zu kaufen. Und die hatten nur so einen Zeckenhebel, was aussieht wie so ein, keine Ahnung, ein mini-bösartiges Schuhhörnchen irgendwie. Also es ist halt wie ein Schuhhörnchen, nur sind die Enden so gespalten und es ist knallroh. Also wie ein Teenager-Schuhhörnchen in seiner satanistischen Phase. So sieht es aus. Das Problem ist aber, die Zecken waren zu klein dafür. Die gingen immer durch den Teil, wo die so drin stecken bleiben sollten, durch. Und dann musste ich es mit einer normalen Pinzette machen, was viel umständlicher ist als einfach mit einer Zeckenzange. Und es ist einfach so, wisst ihr, wie es ist? Es sind einfach Sachen, wo man das so macht und man denkt sich dabei so, muss das denn sein? Könnte man das nicht auch genauso gut hätten? Also da könnte ich auch ohne das gut leben. Wisst ihr, wie ich meine? Von daher, das wäre so ein cooler Zauber, wenn es den denn gäbe. Ich wäre dafür. So, haben wir eigentlich noch Wäsche in der Waschmaschine? Ich meine, vielleicht haben wir noch Wäsche in der Waschmaschine. Nein. Ein Trockner? Ja, aber die ist noch gar nicht trocken gemacht worden. Okay, dann mach das mal. Okay. Und dann könnten wir vielleicht mal Cersei in den Schlaf lesen. Okay. Und wir sind jetzt wahrscheinlich im zweiten Trimester, ne? In 3 Stunden sind wir im zweiten Trimester, okay. Bombadil ist fertig mit den Hausaufgaben. Schnucki, magst du denn dann noch deine Zusatzhausaufgaben machen? Ich glaube nämlich, dann kannst du wahrscheinlich morgen. Lass mich das hier mal schauen. Da könntest du vielleicht morgen älter werden. Vielleicht auch nicht, müssen wir mal schauen. Aber wir kämen auf jeden Fall dann gut voran. Dann kannst du danach noch zur Toilette und was essen und zack, zack. Sind wir hier schon richtig. Also, wir hatten jetzt hier eine richtig produktive Folge, oder? So richtig produktiv. Ja. Okay. Ich werde sie jetzt aber mal beenden. Und dann schauen wir mal nächste Folge hier weiter, wie wir das hier alles machen können. Und dann, ja, bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!